Yo, hey Leute, was geht ab? Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Drug Journals hier auf meinem Kanal. Und heute geht es darum, ja, wie eigentlich mein Alltag aussah als jemand, der relativ regelmäßig, ja, Cannabis konsumiert hat. Und ich möchte heute mal ein bisschen so, ja, euch erzählen, wie das Ganze bei mir dann so damals aussah. Damals, als wäre das schon so 10 Jahre her oder so. Also wie es dann vor einiger Zeit bei mir aussah und ja, vielleicht bekommt ihr dann so ein bisschen besseren Eindruck von unserer damaligen Situation. Ich werde versuchen, das Video nicht allzu lang zu machen, weil das Thema jetzt nicht sonderlich spannend oder so ist, aber ich finde das trotzdem relativ wichtig, damit ihr auch so einen besseren Einblick bekommt in die nachfolgenden Stories. Also ich fange einfach mal direkt an. Erstmal, wer sind überhaupt wir? Wir, das war so eine Gruppe aus circa 4 Leuten, also es kam natürlich vor, dass ab und zu mal 1, 2 Leute gefehlt haben oder natürlich auch mehrere Leute dabei waren, also das hat immer so ein bisschen geswitcht, aber hauptsächlich waren wir zu, ja, 4 und ja, das waren einfach einmal die 2 Leute, die ich auf der Party getroffen habe. Das heißt Nino und Ludwig und dann noch zusätzlich mein Schulfreund, den Emilio. Also die 4 Personen und natürlich ich, ja, meine Wenigkeit war natürlich auch noch am Start. Also wir 4 waren eigentlich so diese feste Gruppe, die regelmäßig immer, ja, gekifft hat. So, natürlich ist die Frage jetzt, ja, ich habe euch erzählt in der Episode mit dem Weed, dass wir Probleme hatten, das ganze Zeug zu besorgen. Und Nino und ich hatten dort zu dem Zeitpunkt auch gar keine Chance dran zu kommen an Gras oder so, weil wir einfach nicht die Kontakte dazu hatten. Und bei uns in der Stufe konnte man jetzt auch nicht wirklich jemanden fragen, weil die alle so mit solchen Sachen nicht so viel am Hut hatten. Aber dafür ging es eine Stufe unter uns richtig ab. Und in der Stufe unter uns waren halt Ludwig und Emilio am Start. Die haben dann mit der Zeit Kontakte geknüpft zu Leuten, die, ja, Kontakt hatten zu Weed oder beziehungsweise zu Grasdealern. Das hat natürlich ein bisschen gedauert, ja, die mussten sich mit ein paar Leuten treffen, die echt, ja, alles andere als cool waren. Ja, ich habe auch ein paar von denen zu Gesicht bekommen. Die Leute waren teilweise echt schon mega assi. Aber nichtsdestotrotz hatten wir dann irgendwann mal eine Nummer von einem Typen und von diesem Typen wusste ich 2 Sachen. Zum einen, dass der ein Kanake war, wie man das so schön sagt, ja, also ein richtiger Ghetto-Kanake sozusagen. Und zweitens, dass er einen Bullen mit seinen Fäusten ins Koma geschlagen hat. Ja, also ohne Hilfsmittel, nur mit seinen Fäusten hat er den Typen ins Koma geschlagen. Und ja, ich meine, es ist schon klar, dass wenn man solche Sachen im Voraus weiß, dass man, wenn man den Typen dann sieht, ein bisschen komisches Gefühl als anständiger Bürger im Bauch hat, ja. Aber nichtsdestotrotz verlief das eigentlich alles relativ gut. Wir hatten die Nummer, sind zu dem Typen hingefahren, der war auch ganz freundlich. Und wie das halt so bei diesen Dealern ist, man muss sich so ein bisschen mit dem Typen anfreunden. Ja, das heißt, man muss vielleicht auch mal, keine Ahnung, eine Runde gehen, so fragen, ey, was hast du gemacht heute? Und dann fragt er dich, ja, was hast du gemacht? Dann entwickelt sich da so ein kleines Gespräch von 5 bis 10 Minuten und dann kann man das Weed problemlos kaufen. Anders sieht es natürlich aus bei deutschen Dealern, dann ist es meistens so, dass irgendwelche Leute so, keine Ahnung, Anfang 20, ja, so Studenten, die sich ihr Taschengeld ein bisschen aufbessern wollen, dann geht man zu denen hin, ja, ey, hier, komm mal 5 Minuten in den Stadtpark oder so, dann gehen die dahin, geben dir das Weed, du gibst ihnen das Geld, die geben dir das Weed, du gibst ihnen das Geld und dann ist der Deal auch schon abgeschlossen. Ja, bei den ausländischen Mitbürgern ist das ein bisschen, ja, ein bisschen umständlicher, man muss sich erstmal ein bisschen mit denen so anfreunden. Ich meine, ich habe da auch kein Problem, bei denen ist es ja immer so dieses Prinzip, der Kunde ist König, ja, muss man, also König, das muss man natürlich an der Stelle auch sagen, für die Leute, die da echt keine Erfahrungen mit bisher gemacht haben und ja, soweit war das auf jeden Fall dazu. So, als wir das Weed dann hatten, stellten wir uns natürlich eine Frage, wo kiffen wir? Das Ding ist halt, keiner, zu dem Zeitpunkt wusste keiner unserer Eltern, dass wir das machen. Und wir hatten eigentlich auch so nicht wirklich irgendwie einen Ort, wo wir das machen konnten, weil ja, bei uns in der Gegend ist es so, es ist relativ besiedelt alles und überall ist irgendwas los, aber irgendwie auch nicht. Und du kannst dich nirgendwo hinschillen und in Ruhe einen Joint rauchen, ohne dass da irgendwie direkt ein Kanak ankommt und dir ein Messer in den Bauchraum wirft, wenn du ihm nicht das Handy gibst, ja. Es ist uns auch schon ein paar Mal passiert, dass uns so Leute dumm angelabert haben. Deswegen war das eine richtig dumme Idee, sich irgendwie, keine Ahnung, in die Stadt zu setzen oder irgendwie in eine Gasse oder so. Oder in Park oder was weiß ich, weil da immer irgendwelche Typen rumliefen, die einen dumm angemacht haben. Und deswegen haben wir das einfach wie folgt gemacht. Bei uns in der Nähe gab es so ein abgesperrtes Industriegelände.
Natürlich betreten verboten, betreten auf eigene Gefahr und so weiter stand da drauf, weil das war alles relativ einsturzgefährdet. Ist wie gesagt so ein verlassenes Industriegelände gewesen und ja, es war ja nicht schwer drauf zu kommen, aber man musste so ein bisschen hier und da durch den Zaun klettern und dann hier noch rüber eine Mauer und da unter einer Mauer her und dann war man drin und das Coole daran war, viele hatten einfach gar keinen Bock drauf. Also in diesem Ort, das war wirklich so ein ja, ein relativ großes Gelände. Der Vorteil daran war halt, dass eigentlich, wenn dort überhaupt jemand mal rumlief, dass das meistens so Hobbyfotografen waren, die so irgendwie Lost Places oder so fotografiert haben. Ich denke, das habt ihr auch schon mal irgendwie im Fernsehen oder im Internet gesehen. Und ja, das waren meistens so diese Leute, die dort rumliefen und ganz, ganz selten irgendwelche Leute, die auch noch gekifft haben oder irgendwelche Sprayer oder so. Deswegen, also wenn dort irgendwelche Leute waren, dann waren das solche und die waren meistens auch relativ korrekt. Aber sonst waren wir eigentlich größtenteils dort alleine. Und es gab ja so vier grundlegende Spots, wo wir waren. Das war einmal ja gut, ich will jetzt auch da nicht zu weit ausholen, aber ich sag mal so, das waren so vier Spots, wo man sich ganz gut hinsetzen konnte im Abstand von, oh, ich würde sagen so, keine Ahnung, 20 bis 50 bis 100 Meter circa. Also wie gesagt, das Gelände war schon relativ groß und was auch cool war, wenn man so ein bisschen so ein paar Treppen hochgegangen ist, ja, es gab dort so ein etwas größeres Gebäude auch noch, da konnte man Treppen hochgehen und das, wie gesagt, da war alles verlassen und da hosten nicht mal irgendwelche Penner oder so, also das war schon ganz korrekt. Und dort war halt, wie gesagt, so ein Raum und in diesem Raum war es richtig nice. Es war also nicht irgendwie einsturzgefährdet, zumindest sah es für mich nicht so aus. Das Dach sah ziemlich stabil aus und so, wir sind dort auch später irgendwann ein paar Mal dort oben rumgeturnt, also war eigentlich alles relativ, relativ cool soweit. Ja, und es war auch noch abgeschirmt, das heißt, wenn Leute irgendwie dort auf dem Gelände waren, die sind also so gut wie gar nicht dort hochgekommen. Also ich habe es auch noch nie erlebt, dass wir irgendwelche Leute dort oben in diesem Raum, wo wir waren, irgendwie, dass die dort rumgegeistert sind oder so. Das einzige Mal, als ich Leute dort gesehen habe, also Menschen, ja, in diesem Raum, das waren, als ein Kollege und ich vor der Polizei abgehauen sind. Dazu wird auch nochmal eine Story kommen. Dann haben wir uns da oben versteckt und die Typen haben uns gesucht und die haben uns aber nicht gefunden. Also wie gesagt, da kommt auch noch eine Story zu. Da mussten wir uns ein bisschen verstecken, aber ansonsten war dort, wie gesagt, keiner. Und ja, dort haben wir uns, dort haben wir dann immer relativ oft Zeit verbracht, so ein bisschen gechillt, ja, ein bisschen was gesmoked. Meistens war das so, dass wir das nachmittags gemacht haben, das heißt, wir haben uns irgendwie in der Schule oder so verabredet, ja, heute Nachmittag gehen wir dann wahrscheinlich irgendwie dort hin und kiffen ein. Ja, da haben wir uns in so einem Spot getroffen, haben kurz ein paar Joints geraucht und sind dann dort hoch in diesen Raum halt. Und ja, wie gesagt, es war eigentlich relativ windgeschützt, ja, auch bei Regen konnte man dort chillen und ja, wir hatten sogar die Idee, dass wir dort irgendwie Stühle mit reinbringen oder so, aber dort war so eine kleine Mauer, wo man sich auch draufsetzen konnte, also es war wirklich kein Problem und ja, es war okay, ich sag's mal so, wie es war okay und das Coole war, man konnte von diesem Gebäude, von diesem Raum, konnte man noch raus durch ein Fenster auf ein Dach rauf und im Sommer war das besonders geil, man konnte dort sich auf dieses Dach draufsetzen und man hatte wirklich einen richtig genialen Blick über die ganze Stadt und dort haben wir auch immer relativ oft gechillt im Sommer, aber da musste man so ein bisschen aufpassen, weil ein paar Meter weiter war dort ein relativ großes Einkaufszentrum, wo oft öfters mal Leute hochgeguckt haben und auch schon öfters mal die Polizei deswegen gerufen wurde, weil dort Leute rumgeturnt sind, aber wie gesagt, wir haben uns ja relativ leise und ruhig verhalten, sodass uns keiner bemerkt hat, ja. Wie gesagt, das war so einer der Hauptspots, wo wir waren. Dann gab es, wie gesagt, auf diesem Gelände noch mehrere Spots. Einmal so relativ mittig. Dort haben wir auch ein paar Mal gesmoked, aber wie gesagt, weil dort auch immerhin ab und zu ein paar Leute reinkamen und es mega genervt hat, sind wir dort echt nicht lange geblieben. Und ja, dann war hinten weiter noch so ein Spot, der war auch ganz gut. War relativ versteckt, so zwischen ein paar Gräsern und so weiter und so fort. Und ja, das war so dieser Ort, wo wir uns öfters mal aufgehalten haben. Dann eine Sache, die ich so gut wie nie mitgemacht habe, aber es gab ein paar Freunde von mir haben das öfters mal gemacht, dass die vor der Schule auch gesmoked haben. Das war jetzt nicht unbedingt eine Sache für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. So in der Schule wollte ich schon noch, soweit es geht, einen klaren Kopf behalten. Die haben sich dann meistens vor der Schule getroffen und das gab noch so ein Gelände, das war auch so ein bisschen verlassen, aber trotzdem an einer relativ befahrenen
anderen Straße, aber dort konnte man sich auch relativ gut verstecken. Das war so ein Geländer an verlassenen Bahngleisen und ja, dort haben die sich da meistens getroffen, um vor der Schule einzusmoken. Und ja, also vor der Schule habe ich, wie gesagt, eigentlich nie gemacht so richtig. Ja, ich habe es einmal gemacht, so als ich so eine, keine Ahnung, irgendwie so eine relativ lahme Stunde hatte oder so, aber generell erstmal nicht, das war nicht so meins. In der Pause war das so, das habe ich ein paar Mal gemacht und ich weiß noch, dann das war dann so, das war noch so ein Spot von uns, das war, ich weiß nicht, so 5 Minuten Fußweg vom Schulhof entfernt oder 2-3 Minuten, also wirklich nicht lang. Dort sind wir dann hingegangen und das war so eine mega lange Gasse und ja, dort ist es öfters mal vorgekommen, dass wir in der Pause uns einen Joint reingezogen haben. Aber wir mussten immer so ein bisschen aufpassen, weil dort ein paar Leute von der Schule ab und zu hingeschaut haben und von oben von ihren Wohnungen drauf geguckt haben, wenn die in der Pause zu Hause waren. Und das ist uns dort mal passiert, dass ein Typ uns gesehen hat, wie wir dort einen J rumgereicht haben. Und dann hat er das überall rum erzählt, ey, guck mal, die kiffen in der Pause und so. Und ja, das war nicht so cool. Also da hätte ich auch an der Stelle zwei Fragen an euch, wenn ihr das Video hier gerade seht. Erstens, habt ihr das schon mal gemacht, dass ihr in der Pause gekifft habt? Und wenn ja, wie war es für euch? Ja, wie war die Erfahrung im Unterricht? Also wie gesagt, ich war danach nochmal im Unterricht und ich habe da echt nicht mehr so viel gecheckt und ich habe das Gefühl gehabt, mich gucken wie alle an und so und es war eher ein bisschen unangenehm als angenehm und ja, es war nichts für mich. Also ich habe das dann lieber in der Ruhe in meiner Freizeit nach der Schule gemacht. Aber wie gesagt, erzählt mir mal, ob ihr das schon mal gemacht habt, wenn ja, wie ihr euch im Unterricht fühlt, beziehungsweise wie ihr euch im Unterricht gefühlt habt. Und zweite Frage, wollte ich noch eine zweite Frage stellen? Ach, weiß ich jetzt gar nicht, egal, wenn, dann stelle ich die gleich nochmal. Okay, ja, und dann nach der Schule habe ich ja wie gesagt schon erzählt, das war dann meistens so, dass wir uns in der Pause kurz eben verabredet haben und dann uns nachmittags getroffen haben. Und immer sind wir dann nachts irgendwie durch unsere Stadt gelaufen, haben dann noch an irgendeiner Dönerbude oder so angehalten und was gegessen, ja, das war auch richtig geil immer, das hat immer richtig geil geschmeckt, weil ich liebe es, wenn man high ist, zu essen und Musik zu hören, das sind meine zwei Lieblingsbeschäftigungen auf jeden Fall. Dann meistens immer nach Hause gekommen, irgendwie ins Bett, Laptop auf und dann noch einen Film oder so geguckt, also das sind echt so die besten Sachen, die man machen kann, so einen Film gucken oder, ich weiß nicht, irgendwie Musik hören, so Favorite Music oder sowas und dazu was Leckeres essen, das ist echt ziemlich genial, muss ich ganz ehrlich eingestehen. Ja, wie gesagt, beantwortet mir mal die Frage so, ob ihr das schon mal in der Pause gemacht habt und wenn ja, wie ihr euch gefühlt habt. Ja, und ansonsten, wo ihr immer kifft. Das würde mich auch mal interessieren. So, was sind eure Spots, wo kifft ihr am liebsten und was sind eure Lieblingsbeschäftigungen, wenn ihr high seid? Vielleicht lerne ich ja noch die eine oder andere Sache von euch oder vielleicht könnt ihr mir noch einen oder anderen Tipp geben, indem ihr mir zeigt, was auch noch eine richtig geile Idee ist, aber wie gesagt, so typische Sachen, Filme gucken, Musik hören, Videospiele vielleicht auch noch spielen, das sind so meine Lieblingsbeschäftigungen. Ja, das Video war heute mal ein bisschen kürzer und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. War jetzt kein richtig notwendiges oder mega interessantes Video, aber ich dachte mir, dass es trotzdem mal eine ganz coole Idee wäre, vor allem für die kommenden Stories und ja, das war's soweit. Das war auf jeden Fall ein Video, was ich machen wollte. Wie gesagt, beantwortet mir die Fragen und fürs nächste Video habe ich eine ganz, ganz coole Sache geplant. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich will noch nicht zu viel verraten und ich will auch noch nichts versprechen, weil ich weiß nicht, ob ich das genauso hinbekomme, wie ich es mir gedacht habe. Aber ich denke mal, das wird eine ganz lustige Sache für euch und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Haut rein!